Hallo zu Friede, Freude, Smartphone, und das ist der Kurs Allererste Schritte mit Ihrem iPhone. Ich habe hier ein iPhone 11 und heute zeige ich Ihnen, wie Sie Apps bedienen. Beim letzten Mal habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie Ihr iPhone ein- und ausschalten. Ich schalte jetzt hier also mein iPhone aus dem Standby-Modus ein. Ich wische hier einmal nach oben, gebe meinen Code hier ein und damit ist das iPhone entsperrt. Jetzt sehe ich hier meine App-Symbole. Jedes dieser Symbole steht für ein Mini-Programm und mit diesem Mini-Programm kann ich mein iPhone bedienen. Ich tippe jetzt mal auf die App Telefon. Ich tippe da drauf, das Programm startet und jetzt kann ich mit meinem iPhone telefonieren. Wie komme ich jetzt wieder zurück zu meinem Startbildschirm? Dafür haben Sie hier unten immer diesen Strich und wenn ich diesen Strich hier nach oben wische, dann komme ich immer wieder zurück zu meinem Startbildschirm. Ich mache es auch mal von der zweiten Seite. Ich blättere also zu meiner zweiten Seite und öffne hier die App Kontakte. Und auch diese App öffnet sich. Ich habe hier wieder diesen schwarzen Strich. Ich ziehe nach oben und lande hier wieder auf meiner Übersichtsseite. Immer wenn ich ein Programm starte und hier mit diesem Strich wieder zurückgehe zu meiner Übersicht, dann wird dieses Programm nicht geschlossen. Es läuft quasi im Hintergrund weiter. Warum ist es so? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn ich hier meine App Kontakte starte und jetzt anfange, hier einen neuen Kontakt einzugeben und jetzt klingelt das Telefon, da muss ich ja jetzt die App Telefon öffnen. Wenn ich jetzt hier die App Kontakte schließe und die App Telefon öffne und diese App Kontakte, die wäre jetzt einfach geschlossen und ich habe aber alles, was ich gerade eingegeben habe, das habe ich ja nicht gespeichert, dann wäre all das jetzt weg. Deswegen läuft dieses Programm im Hintergrund weiter. Wo sehe ich jetzt, welche Programme im Hintergrund noch laufen? Dafür muss ich beim iPhone hier bis zur Mitte ziehen und hier stehen bleiben. Und jetzt sehe ich hier die zwei Programme, die ich gerade geöffnet habe. Ich sehe also die App Telefon und ich sehe die App Kontakte und ich kann zwischen diesen Apps hier hin und her springen. Ich kann also hier zur App Telefon springen und jetzt ziehe ich hier wieder bis zur Mitte und ich kann zur App Kontakte springen. Das nennt sich Multitasking. Wie kann ich denn jetzt die Programme schließen? Dafür muss ich sie einfach hier nach oben wegwischen. Ich mache das mal. Ich wische die Programme weg. Und damit sind die Programme komplett geschlossen. Ich mache es noch einmal. Ich öffne noch ein paar Programme. Ich tippe also drauf, gehe zurück zu meinem Startbildschirm, öffne noch ein anderes Programm. Und noch ein drittes. Und auch hier gehe ich wieder zurück zum Startbildschirm. Und noch ein anderes Programm. Und auch hier gehe ich zurück zum Startbildschirm. Jetzt ziehe ich wieder bis zur Mitte. Und indem ich sie einfach hier nach oben wegwische, schließe ich diese Programme. Sie können das mit einem Finger machen. Sie können aber auch, wenn Sie sehr viele Programme offen haben, mehrere Finger benutzen. Ich zeige Ihnen das mal. Ich mache mir ganz viele Programme auf. Und jetzt ziehe ich hier wieder bis zur Mitte. Ich sehe alle Programme, die offen sind. Und jetzt nehme ich mir drei Finger. Und dann kann ich mit drei Fingern gleich mehrere Programme auf einmal schließen. Also, so öffnen Sie Ihre Apps oder Programme, so können Sie zwischen den Programmen hin und her springen und so schließen Sie die Programme wieder. Im nächsten Video zeige ich Ihnen, wie Sie sich eine Apple ID oder ein Apple-Konto erstellen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben oder noch besser, Sie abonnieren diesen Kanal. Schauen Sie wieder rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!